In dieser dreiteiligen Videoreihe möchte ich dir die essentiellen Dinge mitgeben, die du jetzt für die kommende Situation einfach beachten musst, damit du gut durch die Zeit durchkommst und damit du halt problemlos die ganzen Themen, die jetzt auf dich zukommen werden, einfach überstehst. Und ich gebe dir nicht nur diese Dinge mit, sondern ich zeige dir auch ganz konkret, welche Schritte bei diesen drei Bereichen zu unternehmen sind. Jetzt geht mit dem ersten los, viel Spaß dabei. Die erste Sache ist die absolut wichtigste Sache im Unternehmen und das ist tatsächlich jetzt mal zur Abwechslung nicht der Vertrieb. Der Vertrieb ist zwar auch super wichtig, aber auch der Vertrieb bringt dir nichts, wenn du am Ende das Geld, was du theoretisch unterschrieben hast, ne, die Aufträge, die du unterschrieben hast, nicht in wirklich bare Münze auf deinem Konto umgesetzt bekommst. Das heißt, das erste Thema, was wir uns jetzt anschauen, ist die Liquidität. Bedeutet, wie kannst du dafür sorgen, dass die Liquidität immer passt, dass du nie in Liquiditätsengpass gerätst? Und damit zum Beispiel Unternehmer auch bei uns, ne, unsere Partner, die sagen, okay, ich habe normalerweise 60.000 Euro Eingänge jeden Monat, ne, also Nettoumsatz, ich habe 50.000 Euro Kosten und 10.000 Euro müssten überbleiben, aber ich habe jetzt gerade alleine 120.000 Euro überfällige Rechnungen. Und überfällig heißt bei denen schon 30 Tage Zahlungsziel. Bedeutet eigentlich 180.000 Euro, bei den letzten 30 Tagen wurden ja auch nochmal 60.000 ausgestellt. Und das ist natürlich eine Situation, die ist sehr schwer auszugleichen, weil du musst ja erstmal 180.000 quasi auf dem Konto haben, also 18 Monate diese 10.000 jeden Monat gestackt haben, dass du dir das leisten kannst. Und wenn du dann noch irgendwie mal eine Ausschüttung gemacht hast, irgendwas anderes vorgenommen hast oder Steuervorauszahlung, dann brauchst du noch deutlich mehr Geld. Ne? Bedeutet eine sehr schwierige Situation. Liquidität sollte immer ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Und ich gebe dir jetzt ein paar einfache Dinge mit, die du machen kannst, damit deine Liquidität passt. Das erste, geh mal davon aus, dass du bei deinen Rechnungen, dass der Kunde in dem Moment, wo du die Rechnung stellst, das Geld auf dem Konto hat. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, davon solltest du auch ausgehen. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir eh ein Problem, wenn das erstmal erwirtschaften muss. In dem Moment, wo du die Rechnung für deine Küche, für deine Badsanierung, für deine, keine Ahnung, für dein Terrassendach, für deine PV-Anlage stellst, ne? Der hat das Geld eher vom Konto. Das heißt, ob du ihm 30 Tage oder 7 Tage Zahlungsziel gibst, macht sein Leben jetzt nicht besser oder schlechter. Und das ist meine Empfehlung, arbeite mit niedrigen Zahlungszielen. Bedeutet zum Beispiel 7 Tage. 7 Tage ist ein schöner Zeitraum, wo du sagen kannst, okay, innerhalb von 7 Tagen ist die Rechnung zu überweisen. Sollte er das nicht machen, hier übrigens auch so ein Thema, du kannst hier an der Stelle auch probieren, mit SEPA-Lastschrift zu arbeiten. Ne? Basislastschrift zwar, aber ist halt möglich. Löst in vielen Fällen das Problem, dass die Kunden halt vergessen zu zahlen, logischerweise. Du kannst ihm sogar ein kleines Konto anbieten, wenn er Lastschrift macht, zum Beispiel 1%, wenn wir SEPA per SEPA einziehen dürfen, dann hast du hier schon mal viele Probleme nicht. Gerade bei der ersten Rechnung würde ich trotzdem darauf bauen, SEPA-Rechnung überwiesen zu bekommen, weil SEPA-Lastschrift kann zurückgezogen werden, theoretisch. Und gerade bei der ersten Rechnung geht es oftmals um Material. Bedeutet, das sind Kosten, die du auch wirklich real hast. Klar, du hast auch deine Personalkosten real, aber irgendwann ist auch noch eine gewisse Marge einkalkuliert. Und auch die sollte man nicht verzichten, ne? Aber es ist auf jeden Fall einfacher darauf zu verzichten, als auf das Material, was du dem Hersteller bezahlen musst, weil da das Geld, was aktiv ja weitergegeben wird. Bedeutet, du hast 7 Tage, vielleicht noch per SEPA-Lastschrift. Und hier ist jetzt ganz wichtig, nach 10 Tagen würde ich schon mal eine Erinnerung schicken. Warum eine Erinnerung? Ne, du willst ja nicht direkt mahnen, weil das kann negativ aufkommen bei dem Kunden. Bedeutet, du schickst eine kurze Erinnerung. Sie haben noch eine offene Rechnung, haben sie die, vielleicht ist ihnen das nicht aufgefallen, vielleicht ist sie untergegangen oder so, kann ja alles sein. Erinnerung. Danach wieder, nach 17 Tagen, das ist so eine Empfehlung, ne, wie es Partner bei uns umsetzen, wie du halt dafür sorgst, dass du sehr, sehr wenig offene Rechnungen hast. Wahrscheinlich höchstens das, was in einem Monat anfällt, hast du eine offene Rechnung. Das heißt, dann statt jetzt dem Fall 180.000, hätte er 60.000 und die 120 auf dem Konto. Ne? Stellen wir auch gerade bei ihm übrigens so um und es ist jetzt schon, wir haben es aber eine Woche umgestellt, jetzt schon merkt er, dass das Geld wieder deutlich mehr zurückkommt, als davor halt kam. Ne? 17 Tage, hier wäre dann tatsächlich eine Mahnung. Ja, und dann geht's halt weiter. Danach kannst du auch ganz konkret sagen, hey, lieber Kunde, bitte zahl jetzt die Rechnung, sonst muss ich es halt rechtlich weitergeben. Ne? Und spätestens dann, wenn ich hier zum Beispiel nach 24 Tagen sagst, okay, letzte Mahnung. Spätestens dann werden die Leute, die jetzt wirklich kein finanzielles Problem haben, das Geld auch überweisen. Ne? Hier, by the way, ist immer mal zu empfehlen, hier ein kurzer Anruf ist schön und hier ein kurzer Anruf ist auch schön. Warum? Weil wenn du ihn persönlich am Telefon hast, kann es sein, dass, ach ja, oh nee, die Mails habe ich gar nicht gecheckt, oh tut mir leid, ich check nur einmal im Monat, was weiß ich. Ne, es ist im Endeffekt immer ein Verbraucher, der checkt vielleicht seine Mails nicht täglich, kann ja sein. Wir machen das, aber vielleicht eher nicht. Ne? Bedeutet hier nochmal ein kurzer Anruf, sicherzustellen, okay, wir haben da eine Erinnerung geschickt, okay, sie müssen das wirklich überweisen, sonst haben wir ein Problem, weil nächste Woche geht es dann weiter an die Rechtsabteilung und das will ich möglichst vermeiden. Ne? Spätestens dann wird er das Geld auch überweisen. Wie gesagt, du wirst feststellen, dass diese Zahlungszeiträume, je unsicherer die Gesamtsituation wird, immer weiter ausgenutzt werden, immer weiter gedehnt werden. Erster Punkt, ne? Also möglichst vernünftiges Mahn- und Rechnungswesen dahinter. Das heißt, dass hier spätestens nach 30 Tagen das Geld bei dir auf dem Konto ist. Wie gesagt, der eine Partner hatte konkret allein 30 Tage Zahlungsziel. Das heißt, er hat erst nach irgendwie 37 Tagen dann mal eine erste Erinnerung geschickt. Das ist einfach ein Monat, den du das Geld später auf dem Konto hast. Das ist ein Monat Geld, was du im Worst Case vorhalten musst. 60.000 Euro in seinem Fall. Ne? So, jetzt geht's weiter.
Das mal so eine Sache. Die zweite Sache, schau, dass du möglichst viel Geld vorweg schon nehmen kannst. Wie gesagt, auch hier, angenommen, du machst eine, sagen wir mal Badsanierung, ich nehme jetzt mal Terrassen, ich nehme eine Badsanierung für 50.000 Euro. So eine hochwertige Badsanierung, sehr vernünftig. Zielführend ist für dich natürlich, wenn du nicht diese 50.000 komplett aus dem eigenen Geld bezahlen musst. Gut, du hast ja eh deine Marge damit drin von, sagen wir, 10.000 Euro. Dann hast du deine Materialkosten von 25 noch 15.000 Euro Gehälter, Löhne und die ganzen Restkosten, die da halt reinfallen. Nichtsdestotrotz, ich würde diese 25 mal mindestens als Anzahlung nehmen. Also 50% Minimum Anzahlung. Ne? Du kannst dem Kunden auch offen die Möglichkeit offenlegen, zu sagen, okay, du kannst auch mehr anzahlen, du kannst auch 70% anzahlen, dann kriegst du dann mal ein kleines Konto zum Beispiel. Gibt es Möglichkeiten. Danach, in dem Moment, je nachdem, wie sich es halt darstellt, also bei längeren Baustellen kann man Baustellenbeginn nehmen. Meine Empfehlung ist, wenn die Ware bei dir ist, also sagen wir, du hast jetzt für ihn diese ganzen Badmöbel bestellt, die landen jetzt bei dir, sind jetzt bei dir, kannst du im Lager nachweisen, okay, dann nochmal 30%, wenn die Ware bei dir ist. Und erst wenn diese 30% überwiesen sind, gehen die Arbeiten eigentlich los. Ne? Ja, das kann logistisch im Hintergrund ein, zwei Mal dazu führen, dass eine Baustelle verschoben wird, mag sein, aber hier bist du auf der sicheren Seite. Du musst nicht alles davon umsetzen, aber ich würde einen Großteil davon übernehmen, ne, weil du da ganz einfach weniger Probleme haben wirst. Und die anderen 20% zum Beispiel, wo deine Marge dann drin ist, nach Fertigstellung. Manche, die es extrem machen, machen ja 40, 10, das ist auch in Ordnung, kann man auch machen. Und biete den Kunden immer ein kleines Gimmick an, wenn er sagt, okay, ich zahle noch ein bisschen mehr, dann kriege ich halt noch ein bisschen ins Konto zum Beispiel. Wenn du deine Liquidität so managst, dann wirst du kein Problem haben, aber mach wirklich mal folgende kleine Rechnung. Such dir mal alle Rechnungen aus, die die letzten 30 Tage gestellt wurden. Mach das auch mal für die letzten 60 Tage und die letzten 90 Tage. Und dann teilst du es einfach mal durch 2 bei 60 Tagen, durch 3 bei 90 Tagen und hast du ganz gut den 30-Tages-Zyklus, wie viele Rechnungen du stellst. Übrigens, die eine Sache, die ich jetzt mal voraussetze, aber ich weiß auch, das ist eigentlich nicht Standard, darf ich eigentlich nicht voraussetzen. Rechnungen werden sofort gestellt, wenn sie gestellt werden können. Ich habe es oft genug erlebt, dass Partner, ja, einmal im Monat stellen wir Rechnungen. Ja, cool, das heißt, du hast immer einen Monat Geld, mindestens mal, was du dir vorhältst. Mindestens mal 14 Tage, wo wir den Mittelwert nehmen. Ne? Hast du, was du immer vorhalten musst. Das ist komplett nicht notwendig und übelst riskant in so einer Situation, weil du weißt nicht, ob jetzt die Person, die heute bei dir ein Bad, eine Küche, was auch immer kauft, vielleicht übermorgen ihren Job verliert und sich dreimal überlegt, ob sie das Geld jetzt überweist oder ob sie da erstmal noch ein bisschen wartet. Ne? Wie gesagt, du weißt nicht, was da los ist. Der dann am meisten Druck macht, in Anführungsstrichen, ist der das Geld auch meistens bekommt. Es geht jetzt nicht darum, nochmal ganz wichtig, es geht jetzt nicht darum, bei dem Kunden irgendwie die ganze Zeit den mega zu penetrieren oder mega schlecht zu behandeln. Es geht einfach darum, dass du die Sachen, die er absprecht, auch am Ende einforderst. Und das solltest du in der aktuellen Zeit mehr machen denn je. Ne? Also Punkt 1, ich gehe davon aus, dass die Rechnungen pünktlich gestellt werden. Und jetzt mach einfach mal die einfache Rechnung auf. Wie viele Rechnungen stellst du in 30 Tagen? Und dann guck mal, wie viele offene Rechnungen hast du gerade? Und dann guck mal, wie viele Monate du gerade offene Rechnungen hast. Und bei den meisten, die diesen Test jetzt machen, wird diese Zahl bei mindestens 2 liegen. Die werden mindestens für 2 Monate offene Rechnungen gerade haben. Also die stellen im Monat 50.000, 100.000 sind gerade offen. Ziemlich sicher. 50 können offen sein. Ich finde das Verhältnis zu sagen, okay, ich habe da ein 1:1 Verhältnis, also das, was ich im Monat stelle, ist aktuell offen, finde ich okay. Wenn sich das immer so voranschiebt, das ist in Ordnung, dann musst du einen Monat vorhalten, immer noch. Aber das ist realistisch. Das ist eine Sache, die du mit gutem Mahnwesen easy hinbekommen kannst. Und da zählen auch Sachen rein, die von vor 6 Monaten offen sind. Ne? Das ist auch klar. Alles offene halt. Ne? Aber es sollte jetzt nicht auf 100.000, 150.000 oder sogar 200.000 hinauslaufen, wenn du 50.000 im Monat stellst. Weil dann läuft irgendwas gerade cashflow-technisch extrem falsch. Und das ist ein großes Risiko für dich, weil wenn dann der Staat um die Ecke kommt und sagt, hey, ich hätte gern Nachzahlung. Oder ich hätte gerne jetzt einen Partner, der hat umgewandelt von einer Überschussrechnung auf Bilanzierung. Der hat direkt mal 100.000 Euro Steuern noch zahlen müssen von offenen Rechnungen, die waren, die jetzt versteuert wurden, plötzlich davor aber nie angetastet wurden, weil bei einer Überschussrechnung, kennst du ja, wird das besteuert, was im Endeffekt auf dem Konto landet. Da wird das besteuert, was an Rechnung gestellt wird. Der hat 100.000 Euro Steuern nachzuzahlen. Mach das mal, wenn du schon 150 offen hast. Ne? Ist nicht einfach. Kriegt der hin, schon lange am Markt, alles kein Thema. Ich meine nur, es kann halt sehr schnell gehen. Und solche Sachen sieht man oftmals auch nicht kommen. Und da denkt auch der Steuerberater vielleicht nicht dran, weil er hat gerade mit 5 anderen Problemfällen zu tun, wo er gerade eher seine Gedanken reinsteckt. Ne? Also mein Riesenappell an dich, kümmere dich, dass die Liquidität passt. Weil was bringt dir der beste Vertrieb, die besten Abschlüsse, die besten Monteure, wenn du einfach nicht das Geld hast, die zu bezahlen?